Ja, hallo, herzlich willkommen hier auf der nordfriesischen Marsch mit mir, den Stevie. So, Lohndienstleistung auf Feld 8 ist abgeschlossen, das ist super. Wir sollten auch mal schauen, wie der... Den können wir erstmal rausnehmen. Und zusammenklappen. Dann kriegen wir wieder ein bisschen Geld. Haben wir ja genug in den letzten beiden Folgen ausgegeben. Nochmal fast 30.000. Jetzt haben wir nur noch zweimal Zucker. Nicht mit der Maschine. Deswegen füll dich ruhig nochmal auf. Du fährst dann zum Hof Werkstatt. Den Drescher habe ich schon weggefahren. Also der steht da nicht mehr im Weg. Unser Feld möchte ich nur mal gucken. Das habe ich nämlich total vergessen. Wie sieht das denn aus? Feld 34. Da ist nix. Hier ist was. Der war bestimmt tanken oder auffüllen. Eins steigt und hängt jetzt hier. Okay. Warte nur, wie lange. Ich muss ihn mal rausnehmen. Oh. Ja. Das hast du nun davon. So. Der will sich beim Bahnhof auffüllen und die Straßen... Ist ja für die Maschine hier ein Kraus. Aber ja, ein bisschen was hat er ja schon gemacht. Kommt er hier vorbei? Das wird jetzt auch wieder eng. Und ich glaube, der Trigger ist der Punkt ist nicht so weit vorne. Moment, dann müssen wir selber ran. Deckel ab. Also, die Seemaschinen ist halt nichts für den Innerortsverkehr. Jetzt fährt er, glaube ich, noch gleich rechts rum, ne? Ja, ich glaube, wir bleiben mal lieber dabei. Ups, das war auch knapp. Er kommt nämlich wieder an der Stelle vorbei. Ja, da bleibt er dann hängen. Vielleicht müsste ich da die Stelle anders einfahren. Auch
auf die Gefahr hin, dass wir vielleicht im Gegenverkehr reinkommen. Was war das für ein Gebäude? Steht was dran? Feuerwehr. Freiwillige Feuerwehr nur. Okay. So, Frage. Fährt er jetzt zum Startpunkt oder zum letzten Punkt? Das. Ja, aber wir sehen es ja ganz gut. Zwei Vorgewände. Nee, er fährt schon richtig. Ja, und hier haben wir Problem immer noch nicht, dass er... hier nicht beladen möchte. Wasserladen aus dem Graben will er nicht. Das andere macht er wenigstens. Den LKW können wir ja mal reparieren. Die Seemaschine füllt sich wahrscheinlich noch auf. Dann können wir tanken. Voll machen. Einmal. Reparieren. Ja. Reparieren. Ja, komm. Dann drehen wir uns um. In der Zeit, wo wir hier die Sachen reparieren, kann er mit dem Kärcher ja gehen. Reicht ja so. Und lass mich da vorbei. Nee, bleib stehen, bleib stehen, bleib stehen. Ja, so ist okay. Dann haben wir einigermaßen wieder Ordnung hier, wenn der Marcel zurückkommt. Dass hier Ordnung herrscht. Ups. Wie hat der sich denn verkeilt? Oder wir gehen mal. Mach mal ruhig an. So. Nee, schaff's nicht alleine. Wir gehen mal. Wir besuchen hier mal das Depot. Da hat er sich doch schon wieder gelöst. Weil man muss wissen, die Fahrzeuge fahren nur da, wo ich mich ungefähr befinde. Und wenn ich weiter wegspringe, dann sind die Fahrzeuge nicht mehr da. So, ich wollte aber noch zu dem Diesel, ja, weil ich gern schauen würde wollen, wir haben ja den Komposter hier angeschlossen, der braucht ja jetzt noch Diesel, jetzt habe ich hier 700 Liter eingefüllt, Frage, wenn ich hier vorbeifahre, füllt der Diesel auf,
Muss ich näher ranfahren? Habe ich hier die genau die gleiche Probleme? Wie mit dem Zellstofffabrik. Der kommt recht spät. Bin ich ja schon fast drin. Okay. Diese ist drin. Ich muss noch die anschalten. Ich habe mir jetzt mal Gras aus dem Fermenter geholt. Aktivieren Gras. Und Stroh. Oh, Förderband läuft. Die Schnecken drehen sich. Jeweils 42.000. Wir haben hier auch so eine kleine Anzeige. Diesel wird 20 benötigt. Dann würde ich sagen, wir füllen hier einmal vom Pfad zum Tankstelle. Die waren ja hier auch separat. Fahren wir wieder zum Methan. Wenn das die Tankstelle ist. Also da werden wir wahrscheinlich nicht mit selbstständig fahren lassen. Aber wie gesagt, wir brauchen es ja nicht. Hauptsache die Befüllung funktioniert und das Abholen. Diesel müssen wir dann selber reinfahren. Wir können es ja dahin fahren zur Gärtnerei, zur Not und dann einfüllen. Wollen wir die Sämaschine hier. Mal reparieren und vielleicht auch betanken, ja, macht er. Betankungstrigger ist Gott sei Dank nicht klein. So. Dann haben wir doch fast wieder alles im Lot. Der ist an der Tankstelle angekommen. Na, fahr ruhig mal. Passt schon. Hm.
Ja, rausnehmen hilft ja nichts. Anmachen. Betanken lassen, so wie er steht. Also ich muss ja jetzt nicht. Mal gucken, vielleicht kriege ich das noch anders hin. Ich weiß nicht, ob wir das mit der so machen können. Hier Wasser holen. Und hier sagen Zellstoff, Wassereingang. Wäre ja mal ein Versuch wert, würde ich sagen. Gucken, ob er da ablädt. Kann ich hier auftanken? Nee. Da war die falsche Tankstelle. Aber das dauert jetzt ewig. Und wird uns ein bisschen Geld kosten. Wahrscheinlich werde ich jetzt eh erstmal den Traktor beladen, oder? Nö, nee, doch nicht. So, trotzdem möchte ich jetzt noch mal zu unserem Feld schauen. Ne, da ist der falsche. Der ist schon wieder leer. Aber das wäre dann zum letzten Mal. Ich glaube, jetzt fährt er geradeaus. Kann das sein? Wäre gut, weil dann würde er nicht bei der Stelle vorbeikommen, wo er immer hakt. Er fährt wieder hier rum. Fährt er denn jetzt links? Ja, dann kommt er wenigstens nicht am Kreisverkehr vorbei. Aber wir müssen ja eh fahren. Wir haben ja gesehen, dass er sich auch nicht automatisch auffüllt. Können wir schon mal einen Deckel abmachen? Richtig? Ja, Deckel sind ab. Können wir sogar hier rüberfahren? Wo ist das Rohr? Ist sehr schwer zu sehen. Wie weit bin ich? Hätte noch einen Tick weiter gekonnt. Ich glaube, dann werden wir selber jetzt zum Feld fahren, weil das wäre nämlich kürzer, wenn wir geradeaus fahren. Statt hier noch einen Bogen in die Stadt rein.
So, dann schauen wir mal. Gott sei Dank sehen wir ja gut, wo er gewesen ist. Öffnung auch wieder zumachen. Hat er da was offen gelassen? Dann beheben wir das mal eben schnell noch. Hier fährt er nämlich nicht nochmal her. So, fertig. Eine kleine Ausbesserung. Und dann würde ich sagen, hier ist... Nein. Quatsch. Machen wir einen nächsten Wegpunkt. Er fängt dann nicht an. Okay. Wir nehmen mal letzten Wegpunkt. Er fährt dann auch wieder drüber. Und setzt es hier wieder an. Okay, er verbraucht aber jetzt kein Saatgut. Das ist schon mal gut, weil er hier hat er schon gearbeitet. Dann kann er von mir aus auch einen Rundkurs fahren. Zellstoff. Wasser ist noch nicht voll. Also hier lädt er dann nicht ab, wenn wir den so rummachen. Dann ist es natürlich umgekehrt. Hier muss... Und hier Wasser. So, du bist voll. Super. Vorsicht! Du hast sonst kein Getreide mehr im Supermarkt. ...12.000 Liter sollten ja auch erstmal reichen für den Komposter, glaube ich mal. Da werden wir noch sehr viel Gras rumfahren müssen. Na?
Und abladen. Hier soll dann noch eine Plane hoch, aber wie gesagt, wir sind ja gerade erst im Anfang. Kompost 470 Liter. Geht aber gut hoch, sag ich mal, muss ich schon sagen. Diesel ist hier erstmal leer. Du bist auf dem Rückweg. Ich habe den wieder nicht eingeschaltet. Dass ich da reinkomme. Ich kann ja jetzt auch nicht ja, das ist eine blöde Stelle da. Das ist, sag ich mal, er hört ja irgendwo mit dem Bahn auf, fährt dann möglichst ja quasi im Uhrzeigersinn zu dem Startpunkt hin, ohne was zu machen, und fährt von dem quasi Endpunkt quasi eigentlichen Endpunkt quasi da wieder los. Und das bedeutet, dass er, sag ich mal, vielleicht auch mal eine fast volle Strecke ungenutzt rumfährt, um an diesen Punkt zu kommen. Wie gesagt, wir haben hier zwei Vorgewände eingestellt. Ist bei der Spannbreite aber, glaube ich, auch nötig. Und hier ist unser Endpunkt. Und er muss ja beginnt fürs erste Vorgewende an dem Endpunkt quasi, startet er und fährt dann einmal rum. Und wenn er dann hier unterbrochen wird, hätten wir hier vielleicht auf letzten geklickt, hätten ihn automatisch fahren lassen, wäre es vielleicht noch gegangen, aber so. Aber wie gesagt, er benutzt hier, verwendet hier kein neues Saatgut. Die Felder sind ja bearbeitet. Natürlich sehr langsam beim rückwärts hantieren. Aber sollte ja auch gleich Geschichte sein. Und dann haben wir Feld 34 mit Pappeln. Aus Pappeln machen wir Hackschnitzel und dann in die Zellstofffabrik. So, jetzt macht er hier weiter. Fährt er hier weit über Feld hinaus? Ne, gar nicht. Okay, das ist gut. Sag ich mal, auch für hinten, wenn da Bäume stehen. So. Also du kannst jetzt hier nicht wieder auffüllen. Ist zwar nur das kleine Tank, was wir hier haben, aber müssen wir mal gucken, ob das nicht noch anders geht. Vielleicht wird ja auch in der nächsten Version da irgendwas gefixt. Ich weiß es nämlich nicht, woran es liegt. Vielleicht ist der Trigger ein Tick zu niedrig oder zu niedrig, würde ich eher sagen. Ne, nicht weiter zurück. Du kannst jetzt erstmal zum Hof.
Und ich werde jetzt weiter noch ein bisschen Wasser aufbüllen, solange wie Feld 34 noch bearbeitet wird. Das sind noch ein oder zwei Touren. Und dann werde ich die Nacht überspringen. Und dann werden wir uns am Montagmorgen dann hier in alter Frische wiedersehen. Und dann mal schauen, was Zellstoff, was Komposter produziert hat. Ballenlager würde ich mir gern auch noch hinsetzen, wenn wir das benötigte Kleingeld auch haben. Wir sind nämlich jetzt ziemlich an der Grenze. 19.000 der Sprit, Saatgut. Wir haben ja jetzt auch keine Mission mehr am Laufen. Wir haben noch die beiden Seemissionen. Und eben guck mal, hier liegt sogar noch ein Stein. Wie kommt der denn da hin? Hat der Steinesammler nicht vernünftig gearbeitet? Aber schön ist ja auch bei den Pappeln, die wachsen ja bis zu dreimal nach, wenn wir da überhaupt Lust zu haben. Können wir mal auch zu den Gewächshäusern schauen. Ob die noch was benötigen. Wasser. Wasser, Wasser, Wasser. Ansonsten Mineraldünger ist am wenigsten. Aber ich glaube, wenn wir Wasser auffüllen. Aber wie gesagt, das mache ich dann nach der Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr schaltet am Montag wieder ein hier auf der Nordfriesischen Marsch 1.5 mit mir, dem Stevie. Ciao, ciao.